Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minibaro. Ja, heute ist niemand dabei. Der Klexer ist ja in der letzten Folge gestorben. Ja, am Wochenende kann er vielleicht gerne noch dabei sein, aber mir passt es halt in der Woche besser, ja, halt früher aufzunehmen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir allein auf den Server. Dieses Mal haben wir noch keinen Kampf vor uns, außer wenn jetzt jemand nachjoint natürlich, weil ich halt erstmal noch gerne einen Bogen machen möchte. Daran habe ich mich gar nicht gedacht. Haben wir überhaupt noch Holz? Haben wir nicht mehr, oder? Ja, bis Holz habe ich, so dumm wie ich bin, auch liegen gelassen. Aber wir haben Feuerstein. Ist es das für den Bogen? Ja, das ist das doch für den Bogen, oder? Oder ist es noch was anderes? Ich verwechsel das immer. Ja, auf jeden Fall brauchen wir noch mal ein paar Sachen, paar Dinger, wie heißt es? Ich habe gerade keinen Sound, GG. Höre jetzt natürlich die Creeper nicht. Und das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Hoffentlich werden wir jetzt auch nicht sterben, weil es leckt gerade auch ein bisschen. Ja, hier sind noch immer ein paar Spinnen, die wir nochmal töten können. Spinnenauge brauchen wir jetzt nicht. Ja, ich habe halt so viel Schrott, dass ich erstmal was wegschmeißen muss. Ja, wir haben 6 Dias, das ist erstmal ganz okay. Ja, es leckt halt gerade extrem. Ich habe gerade 20 FPS. Das bin ich nicht gewöhnt. Ich bin immer so 50 bis 70, nee, so 60 bis 70 beim Aufnehmen und so um die 200 bis 300, kann man schon sagen, beim normalen Spielen gewöhnt. Ja, deswegen ist es mir gerade ein bisschen komisch. Was zeigt denn Minecraft gerade an? Auch 20 FPS, okay, also nicht das meiste. Ja. Aber Skype ist auch noch gerade im Hintergrund offen. Ich glaube, ich schließe das mal ganz kurz. Hoffentlich greift uns jetzt nicht noch ein Mob an oder ein Creeper. Ja, hier ist wieder die Schlucht. Da wollen wir nicht rein. Ich würde sagen, wir nähern uns mal mehr dem Spawn. Ja, weil der Border ist auch schon eigentlich richtig nah. Also die Welt ist eigentlich richtig klein. Ja, wir bräuchten halt noch ein paar Spinnen. Spinnen spawnen ja nachts. Ach, tagsüber auch, aber sind dann, glaube ich, freundlich, meine ich. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob die dann auch Spinnenfäden droppen, ich hoffe es einfach mal, weil wir halt ein paar für den Bogen brauchen. Und da sind Creeper, ich habe gerade keinen Bock, dass die bei mir explodieren. Deswegen kämpfe ich jetzt erstmal nicht gegen die. Ja, okay, ich bräuchte jetzt vielleicht Flint, das stimmt schon. Ja, dann kämpfe ich einfach mal gegen die Creeper. Tschüss, tschüss. Okay, sehr gut. Zombies sind jetzt nicht so wichtig. Ich frage mich nur, was hier in diesem Haus drin ist. Wahrscheinlich die Kisten, die wir ja verpasst haben beim Start. Oder ist hier was anderes drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, da kann ich noch nicht was abbauen. Kommt wahrscheinlich irgendwie ein Nether-Portal hin. Kann man das abbauen? Nein. Okay. Irgendwie crazy. Ja, das Nether-Portal ist nämlich irgendwie noch nicht da, finde ich nämlich schade. Das hätte ich jetzt schon mal Level gefarmt ein bisschen und hätte dann noch ein bisschen länger gefarmt. Osch, ich behindert. Jetzt habe ich die Enderperle verschwendet. Egal, finden wir eh in Endermans öfters. Es war irgendwie mega dumm, dass ich die Enderperle jetzt gerade verschwendet habe. Aber okay, passiert. Ich ärgere mich jetzt lieber nicht, weil ich halt so schon, weil es halt so schon heftig ist, dass man halt. Jetzt weiß man, hat keinen Teampartner mehr. Und wenn man einmal stirbt, man hat jetzt auch keinen Teampartner, der einen verteidigen kann. Ist schon ein heftiges Gefühl. Wo haben wir jetzt die Spinnenfäden? Ah, da ist der eine Faden. Okay, dann, ich würde sagen, wir müssen nur Spinnen und Creeper töten, um halt Flint und Fäden zu bekommen. Spinnen sind hier gerade irgendwie extrem selten. Ja, weil ich will halt, wie gesagt, gerne einen Bogen machen. Oh, da sind 2 Hexen. Die können unser Tod bedeuten. Ach, Leute. Hier sind einfach so viele Mobs, ne? Skelette sind immer so am nervigsten. Und der hat einen Pfeil gedroppt. Das ist natürlich nice. Dann schmeiße ich einfach mal Kabel weg. Braucht eh kein Mensch. Ja, Zombies. Das Einzige, wovor wir dann weglaufen müssten, falls wir uns den nähern, nähern,
Nähern, nähern, genau, nähern heißt es, glaube ich. Dann müssten wir vor den Hexen weglaufen, weil die sind extrem gefährlich. Siehe den einen Part, wo Kleckser noch lebte. Dort hatte ich ein Herz und er ein halbes Herz. Also sind schon recht gefährlich. Vor allem zwei Hexen. Eine Hexe geht vielleicht noch. Aber zwei Hexen sind dann schon extremer mit ihren Tränken. Ja, Vergiftung zieht dich manchmal fast aufs halbe Herz runter. Ja. Ich bin mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt, Creeper zu töten. Ist natürlich sehr gut. Die Zombies töte ich jetzt nur, weil ich sie töten muss. Ja, doch, sie greifen mich an, also im Prinzip muss ich sie töten. Ja, ich habe gerade ein Chef 3 Schwert, das ist natürlich richtig nice eigentlich. Ja, und ich habe jetzt eine schwarze Optifine Cape. Die werde ich jetzt so lassen, weil irgendwie hat mir das Blau irgendwie nicht so gut gefallen. Einmal hatte ich ja so ein mehr türkiseres und einmal halt mehr so ein dunkleres Blau. Aber mir gefällt das irgendwie nicht so mit dem blauen Skin, deswegen dachte ich, nehme ich einfach die schwarze Optifine Cape. Die man halt auswählen kann, jetzt ohne Custom, sondern einfach die schwarze Optifine Cape und ja, hat mir auch recht gut gefallen. Ja, ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich wollte eigentlich nur einen Bogen farmen. Aber wir brauchen dafür 3 Fäden, glaube ich. Ich habe die auch, vor Klecks habe ich die, glaube ich, auch weggeschmissen, ich Idiot. Eigentlich hätte ich die gebraucht für den Bogen halt, sonst hätte ich jetzt schon einen Bogen gehabt und hätte ihn schon verzaubern können. Ja, ich will ihn mir nicht auf random verzaubern. Deswegen müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ein paar Spinnen killen. Ja, hier sind Schweine, können wir noch mal mitnehmen. Wir haben zwar jetzt gerade mega viel Essen, dafür, dass wir nur ein Spieler sind. Das ist jetzt so ein ganz kleiner Vorteil, dass man halt jetzt mehr Essen zur Verfügung hat, weil man halt alleine ist und nicht für beide aussorgen muss. Aber natürlich ist es mit dem Teampartner deutlich einfacher zu überleben. Ja, aber haben wir ja leider nicht mehr. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Und ja. Bisschen traurig bin ich halt deswegen schon, ist klar, aber man kann jetzt halt nichts mehr machen. Und das Schaffleisch nehme ich jetzt einfach nicht mit. Das ist jetzt unnötig, so viele Variationen von Fleisch zu haben. Ja. Ich brauche im Prinzip jetzt nur noch ein paar Spinnen. Weil irgendwie, ich nehme jetzt schon fast 8 Minuten auf und habe gerade mal einen Faden bekommen. Ich brauche halt ein paar Spinnen. Ich wünsche diesmal echt, dass in den Höhlen ein paar Mobs spawnen. Ah, ist noch ein bisschen Eisen, aber wir haben jetzt ein ganzes Stack. Ich denke, das reicht erstmal für random verzaubern. Ja, wenn wir jetzt ein paar Dias finden würden, wäre natürlich extrem nice, aber es wird nicht so sein. Welche Höhe sind wir denn? 44, können wir direkt vergessen. Ich dachte, hier sind nur ein paar Mobs, aber okay. Wird halt kein gespawnt. Ja, ich würde sagen, wir verzaubern jetzt einfach random unsere Schuhe noch einmal eben, damit wir halt auch alles schon mal verzaubern können. Ich habe jetzt mega Kack-Verzauberungen bekommen, aber ja, ist jetzt auch egal. Explosionsschutz. Federfall. Kann man stattdessen das? Effizienz. Komm, verzaubern wir unsere Spezial einfach mal auf Effizienz. So, haben jetzt noch. Wir haben gerade 8 Level. Ach so, ja, wegen. Immer noch schusssicher. Schusssicher 2. Wer braucht so einen Schrott, bitteschön? Das System ist in der 1.8 irgendwie ein bisschen blöde. Da verzaubern wir uns die jetzt nochmal. Okay, Effizienz 1. Weizen. Kann man jetzt vielleicht als Verschwendung ansehen. Wollen die mich verarschen? Ohne Scheiß. Ach komm, nehmen wir die schusssicher. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann verzauber ich einfach. Okay. Geht doch. Geht doch. Endlich. Also ich habe nie Glück bei Verzauberungen, Leute. So, sehr gut. Ja. Wir müssen das auch mal irgendwann reparieren. Aber okay. Okay, haben wir einen Amboss. Okay, sehr gut. Gold haben wir auch noch genug für einen Goldapfel. Können wir uns jetzt eigentlich schon mal machen. Wir haben jetzt auch schon genug. Eine Workbench. Eine Workbench hatte ich gar nicht mitgenommen. Lol. Ja, okay, können wir uns nochmal eben schneller machen. Mega komisch, dass man jetzt auf diesem Gebiet noch keine Work oder beziehungsweise keine Workbench mehr hat. Ja, wir haben noch 5 Minuten. Ich dachte, es joint gerade jemand nach, aber gut. Ja, jetzt haben wir halt nicht die besten Verzauberungen, aber ich weiß gar nicht, ob wir es so lange aushalten werden oder beziehungsweise halt überleben werden.
Eigentlich brauchen wir nur eins. So. 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 Das ist mega. Ja, jetzt leckt's nicht mehr so extrem. Ja, so. Den Apfel da rein und dann haben wir jetzt halt unseren Goldapfel. So. Sehr nice. Falls jetzt jemand angreift, dann sind wir schon mal. Lol. Sind wir schon mal. Achso, ich dachte, ich habe es gerade schon so gemacht. Sind wir schon mal sehr gut dabei. Dann nehme ich das wieder mit. Ja, dann haben wir schon mal einen Goldapfel. Falls wir auch in den Kampf gehen. Jetzt bräuchte ich halt, wie gesagt, nur noch einen Bogen. Und den dann irgendwie so auf Stärke 1 zu verzaubern, wenn das klappen würde, wäre natürlich mega, mega nice. Dann habe ich halt einen Stärke 1 Bow. Meine Verzauberung sieht jetzt halt nicht die besten. Haltbarkeit, schusssicher. Ah, Schutz 1 ist hier drauf, also Bogen und. Oh. Bogen und, ach, Brust und Hose sind jetzt nicht die besten. Muss ich nochmal gucken, ob ich die irgendwie verbessere. Ja, hier ist Schusssicher 1, Haltbarkeit 1, da finde ich ist Haltbarkeit 1 noch ein bisschen besser. Zumindest jetzt. Ja. Ich gehe renne jetzt auch einfach schutzlos rum, weil es guckt jetzt momentan eh niemand meiner Videos, also von Varo. Deswegen kann ich ja auch relativ schutzlos, ohne dass mich jemand findet und direkt killt, ja machen. Vor allem, ich habe ja eh diese Zeit, wo ich halt unschlagbar bin, also angreifbar. Kann ich mich zwar auch nicht bewegen, aber so kann ich mich halt schon mal mein Schwert bereithalten, falls ich direkt jemand neben mir stehen sollte. Was ich nicht glaube. Und sonst kann ich auch halt direkt weglaufen. Ist auch nicht das Problem. Ich brauche halt nur ein paar Spinnen. Und es wird auch nicht mehr Nacht. Was halt extrem dumm ist. Es sind noch nicht, weil es ein paar Spinnen jetzt momentan hier. Wäre ja irgendwie sonst ganz gut. Das müssen wir halt nächste Folge, ja, Spinnen suchen. Und dann, wenn wir unseren Bogen gemacht haben und verzaubert haben, gehen wir auch direkt in den Kampf. Wir haben jetzt schon mal Flint. Also im Prinzip könnten wir uns jetzt schon mal. Aber wir brauchen noch Federn, ne? Stimmt. Wir brauchen noch Federn, Leute. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die kriegt man doch durch den Huhn, oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich bin ein bisschen Noobie, was Minecraft so an sich angeht, also mit Farmen und so. Also halt mit Gear finden. Ja, okay. Das ist jetzt. Ich weiß gar nicht, man müsste die doch durch Hühner kriegen. Sind die selten oder so? Ich kill jetzt einfach mal ohne den Drop aufzunehmen. Ja, hier ist nichts. Ja, ah, hier ist eine Feder. Okay, sehr gut. Zwei Federn schon mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, was man dafür noch braucht. Ich glaube noch ein paar Sticks. Ja. Sonst gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Ich könnte mir theoretisch noch eine Chest machen und die mit meinem Namen saven. Wo ist denn, hier das Icon weg. Sehr gut. Dann mache ich mir noch eben eine Chest. Werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen, aber ich kann schon mal das Holz abbauen. Hä, was hat der gerade jetzt aufgesammelt? Komm, so geht's auch. Dann das. So, ich bin halt extrem langsam in diesen Sachen noch, weil ich halt mehr PvP spiele. Ich glaube, das reicht immer noch nicht, oder? Ah, doch, ganz knapp. Okay, nice. Dann nehmen wir das direkt wieder mit. Warte, ja, theoretisch müssten wir noch ein Schild machen, aber wir graben es einfach. Einfach nach unten graben wir es. So. Ja, werde ich mir schon merken, dass hier eine Chest ist. So, dort tue ich jetzt halt noch ein paar Sachen rein, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Das, das, das. Ja, das, das, das. So. Schnell wieder. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Erde nicht. So, sehr gut. Ja, nice. Dann würde ich sagen, warten wir. Ja, wir haben halt jetzt in den letzten Folgen nicht recht so viel geschafft. Ich bräuchte halt noch in der nächsten Folge ein paar Spinnen. Also wäre sehr cool, wenn es dann halt Nacht ist wieder. Ja, dann brauche ich halt noch ein paar Spinnen, um halt einen Bogen zu machen. Ja, wenn ich dann den Bogen habe und dann auch ein paar Pfeile, denke ich, können wir in den Kampf ziehen, spätestens in der übernächsten Folge. Und das meine ich jetzt ernst.
Ja, vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Da können wir ja ganz kurz vorher noch einen Bogen machen. Ja, also perfekt jetzt auch. Der Part geht auch ein bisschen über 15 Minuten. Ja, perfekt eigentlich. Habe ich nicht zu lange gelabert vorm Server. Also bevor ich drauf gegangen bin. Egal, ich laber schon wieder irgendwas. Ja, übrigens gibt es ja auch meinen Mini-Lebensserver von dem gleichen Owner wie der, von der das Varo-Projekt gegründet hat. Also das Mini-Varo-Projekt gegründet hat. Ja, dann, dort macht's auch recht Fun, wollte ich euch einfach mal ganz kurz sagen. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Ja, hoffe, euch hat sie wieder gefallen und hoffe, euch macht Spaß zu sehen, wie ich Varo spiele. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.